Es gibt dieses sechseckige Teil hier, das EU-Bio-Siegel. Es gibt aber auch Demeter, es gibt Naturland, es gibt Bioland. Was ist da eigentlich der Unterschied? Und gibt's besseres und schlechteres Bio? Das finden wir jetzt raus. Diese kleinen Schweine hier sind nicht nur sehr süß, sie haben auch viel Platz. Denn anders als in vielen konventionellen Landwirtschaftsbetrieben hat jedes Schwein hier im Biobetrieb eine Garantie auf Auslauf und mindestens 1,3 Quadratmeter Platz im Stall. Ein Mastschwein in konventioneller Landwirtschaft hat in der Regel nur etwa halb so viel. Mehr Auslauf, mehr Platz. Das sind nur ein paar der Vorgaben für die Biolandwirtschaft. Inzwischen gibt es mehr als 100 Biosiegel und Öko-Labels allein in Deutschland. Und hinter jedem verbirgt sich ein bisschen was anderes. Was bedeutet Bio? Hinter Bio steht ein gesetzliches Regelwerk. Bio ist nicht beliebig, sondern Bio hat gesetzliche Grundlagen. Es sagt ganz klar, dass nur bestimmte Stoffe in einem Lebensmittel drin sein dürfen. Das heißt, künstliche Aromastoffe fallen weg, synthetische Zusätze fallen weg und Konservierungsstoffe, wie zum Beispiel Nitratpökelsalz, ist hier im ökologischen Landbau, im ökologischen Lebensmittel nicht zu finden. Mhm. Und wir haben darüber hinaus Regeln, die ganz klar sagen, was im Stall und auf dem Acker passieren darf. Die Tierhaltung ist zum Beispiel flächengebunden. Ein Landwirt darf nicht mehr Tiere halten, als ökologisch verträglich auf seiner Fläche zu vertreten sind. Jetzt gibt es ja das EU-Bio-Zeichen, wir haben aber auch Demeter, wir haben Naturland, wir haben Bioland, diese deutschen Anbauverbände. Ist das Bio Plus? Ja, so kann man es nennen. Die deutschen Anbauverbände haben sich selber noch etwas strengere Anforderungen gegeben als die EU-Basisverordnung, die EU-Öko-Verordnung. Hier gilt natürlich auch keine Gentechnik, hier gilt selbstverständlich auch keine synthetischen Düngemittel und keine Pestizide. Zusätzlich ist in der Verarbeitung gibt es nochmal zusätzliche Anforderungen. Einige haben strengere Anforderungen an die Tierhaltung und vor allen Dingen muss der ganze Betrieb auf ökologischen Landbau umgestellt sein. Und mit den Öko-Anbauverbänden haben wir auch einfach Betriebe, die ihre Mitglieder beraten und politisch vertreten. Insofern ist es für Bauern und Bäuerinnen günstig, in diesen Anbauverbänden zu sein. Für Verbraucherinnen und Verbraucher steht es für etwas mehr Anspruch Bio Plus. Angefangen hat alles im 18. Jahrhundert. Während der industriellen Revolution ziehen immer mehr Menschen vom Land in die Stadt. Die Bevölkerung wächst. Das Problem? Immer weniger Bauern müssen immer mehr Nichtbauern ernähren und greifen zu toxischen Pflanzenschutzmitteln, um das zu erreichen. Das führt zu Übernutzung, Überdüngung und ausgelaugten Böden und Ökosystemen. In den 1920er Jahren dann war Rudolf Steiner, der Begründer der Waldorfschule, der erste, der im Rahmen seiner anthroposophischen Weltanschauung neue Grundsätze für eine alternative Landwirtschaft aufstellte. Landwirt war er nicht. Die Grundlagen seiner Lehren will er von der geistigen Welt und göttlichen Kräften empfangen haben. Steiner glaubte, dass in Gründünger und Mist kosmische Kräfte walten und dass Sterne, Planeten und Mondzyklen die Landwirtschaft erheblich beeinflussen. Seine Methodik nannte er biodynamisch. Und das Bio-Label Demeter baut noch heute nach seinen Richtlinien an. So muss der gesamte Hof auf Bio umgestellt sein. Die Tierhaltung ist verpflichtend und wichtig. Der Mist dient zum Düngen der Felder. Der Naturdünger wird mit speziellen biologisch-dynamischen Präparaten aus Kräutern, Mineralien und Kuhmist angereichert. Und die Tiere werden nicht nur artgerecht gehalten. Als einziges Siegel hat Demeter die Enthornung von Rindern kategorisch verboten. Hörner sind nicht nur wichtig, um die Rangordnung in der Kuhherde klarzustellen, sie dienen auch der Wärmeableitung und schützen somit das Gehirn der Tiere. Was mich noch interessiert, warum kauft ihr eigentlich Bio, wenn ihr Bio kauft? Geht's da um eure Gesundheit, geht's ums Tierwohl, geht's um die Umwelt oder alles zusammen? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und wenn ihr eh schon da seid, lasst uns gerne ein Like da, da freuen wir uns immer. Nach einer Umfrage des Magazins Stern betrachten die meisten Deutschen Demeter als das nachhaltigste Bio-Label. Es ist auf jeden Fall das mit den strengsten Regeln, gefolgt von Naturland und Bioland. Tatsächlich ist es so, dass in einer Langzeitstudie, in der der Einfluss verschiedener Öko- und konventionellen Anbauweisen auf die Bodenqualität untersucht wird, Demeter am besten abschneidet, dicht gefolgt von Bioland und Naturland. Bioland und Naturland wurden in den 70er und 80er Jahren gegründet und basieren auf den Ideen eines Schweizer Lehrers, seiner Frau und eines Arztes.
Gemeinsam entwickelten Hans-Peter Rusch und das Ehepaar Müller Anbauregeln, um auf die damals teuren synthetischen Düngemittel zu verzichten. Anders als bei Demeter gibt es hier weder eigene Präparate noch eine anthroposophische Ideologie. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Labels nur minimal. Der Einsatz von synthetischen Pestiziden ist auch bei Bioland und Naturland untersagt. Zum Kernstück aller Biolandwirtschaft gehört heute die Kreislaufwirtschaft. Kreislaufwirtschaft, also wie funktioniert das? Also bei uns auf dem Hof ist es so, dass wir nach dem Prinzip arbeiten und möglichst alle Nährstoffe im Kreislauf halten. Pflanzenanbau und Tierhaltung gehen hier also Hand in Hand. Das heißt, was bei den Tieren hinten rauskommt, landet als Dünger wieder auf dem Feld. Und dort wiederum wird zum Teil auch Tierfutter angebaut. Kann ich dir eigentlich irgendwie helfen? Ich halte dich ja von der Arbeit ab. Ja, sehr gern. Wir können reingehen und ein bisschen im Folienhaus die Zwiebeln jäten. Es riecht auch schon ganz wunderbar nach Zwiebeln. Das ist wirklich Wahnsinn. Sag mal, wenn wir hier schon gerade mal bei den Zwiebeln sind, was macht ihr eigentlich gegen Schädlinge? Oh, da sind wir vor allen Dingen mit der mechanischen Schädlingsabhaltung sozusagen beschäftigt. Ja. Das macht man mit Netzen und Fliesen vor allen Dingen, wenn man Kulturen, insbesondere bei den Läusen in der Roten Beete und im Mangold haben wir ein großes Problem. Da müssen wir zum richtigen Zeitpunkt, so Ende April, Anfang Mai, müssen wir die abdecken. Okay. Damit die Läuse gar nicht erst hinkommen. Ihr seid ja Bioland zertifiziert. Das heißt, ihr müsst 50% eures Futters selber machen. Auch bei Demeter ist es so oder bei Naturland. Mhm. Wo kommt denn der Rest her? Ja, der kommt, wenn das, was wir zukaufen müssen, das ist vor allen Dingen Futter für die Hühner, Legehennenfutter und für die Schweine. Mhm. Das kommt von, ich sag mal, befreundeten Betrieben aus der Region, soweit es möglich ist. Wenn es natürlich nicht verfügbar ist, dann müssen wir es auch aus Deutschland kaufen, aber das ist nur in Sonderfällen so. Auch der Biolandbau setzt teilweise Spritzmittel wie Schwefel, Bienenwachs oder Kupfer ein, von denen vor allem Kupfer nicht abgebaut werden kann und somit schlecht für Böden, die darin lebenden Tiere und das Grundwasser ist. Während die EU-Öko-Verordnung den Einsatz von Kupfer auf 6 Kilogramm pro Hektar beschränkt, halten sich Demeter, Naturland und Bioland auch hier an strengere Auflagen. Sie setzen Kupfer nur noch beim Wein- und Hopfenanbau ein und da sind höchstens 3 bis 4 Kilo pro Hektar erlaubt. Im Vergleich zu 2009 hat sich die biologisch bewirtschaftete Fläche in Deutschland von 5,6% auf 11,3% verdoppelt. Jeder siebte Betrieb wird ökologisch betrieben. Auch wenn es im Krisenjahr 2022 einen kleinen Einbruch gab, der Umsatz von Bio-Lebensmitteln hat sich von 2020 auf 2022 um 25% gesteigert. Und nicht nur auf Biohöfen, Märkten oder im Bioladen kann man echtes Bio bekommen, auch beim Discounter kann man ökologisch einkaufen. Das übrigens hat der Biobranche erst zum Durchbruch verholfen und Bio zum Mainstream gemacht. Die Bio-Eigenmarken der Discounter haben meist das EU-Ökosiegel drauf und garantieren somit den Mindeststandard. Und fast alle Discounter haben inzwischen auch Kooperationen mit Demeter, Bioland oder Naturland. Die Landwirtschaft in Deutschland soll insgesamt nachhaltiger werden. Deshalb will die Bundesregierung die Flächen, auf denen ökologisch angebaut wird, bis 2030 auf 30% erhöhen. Hallo, Herr Professor Keim. Hallo, Herr Koch. Ist denn aus Ihrer Sicht als Agrarwissenschaftler Bio die Lösung für eine nachhaltige Landwirtschaft? Na, Bio kann Teil der Lösung sein, aber es ist sicherlich nicht die Lösung schlechthin, weil Bio natürlich Vorteile, aber auch bestimmte Nachteile hat. Was sind denn die Nachteile von Bio? Naja, die Nachteile von Bio sind, dass Sie auf einer Fläche, die Sie haben, weniger ernten. Und wenn Sie weniger ernten, heißt das, wenn Sie bestimmte Mengen an Lebensmitteln oder Agrarprodukten produzieren wollen, dann brauchen Sie eben mehr Fläche. Und Fläche ist natürlich knapp. Weltweit gesehen ist die Flächennutzung eines der größten Umwelt- und Klimaprobleme, die wir haben. Also Umwandlung von Naturflächen in landwirtschaftlich genutzte Flächen. Und insofern müssen wir natürlich schauen auch, dass wir auf der knappen Fläche, die wir haben,
möglichst ertragreich produzieren. Wie viel Prozent Bio sollten wir anbauen, um möglichst nachhaltig zu sein? Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Also letztendlich ist es ja so, dass wir im Ökolandbau bestimmte Dinge tun, die gut sind, und bestimmte Dinge nicht tun und auch nicht tun dürfen. Wo man hinschauen muss, ist denn wirklich ein komplettes Verbot das Optimum, oder sollte man nicht eher stufenweise daran gehen? Also mit komplettem Verbot zum Beispiel dürfen Sie ja keinen mineralischen Düngemittel verwenden. Und eine Überdüngung mit ganz viel Mineraldünger ist natürlich schädlich für die Umwelt. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass null Düngemittel an der Stelle dann das Beste ist. Vielleicht sind geringe und moderate Mengen an Düngemitteln das Optimum, sodass ich auf der einen Seite immer noch ganz gute Erträge habe, auf der anderen Seite aber die negativen Umwelteffekte verhindere. Wenn wir unsere komplette Landwirtschaft auf Bio umstellen und dann 30-40% weniger ernten und das von anderswo importieren müssen, dann hätten wir genau den Effekt, dass anderswo zusätzlich Wälder gerodet werden für unser gutes, vermeintlich gutes Gewissen. Ich bin keiner, der sagt, Biolandwirtschaft sollte abgeschafft werden, aber immer mehr Biolandwirtschaft ist eben nicht immer nachhaltiger. Und so wird es aber teilweise von der Politik dargestellt. Und insofern muss man den richtigen Mittelweg finden. Also, es gibt Unterschiede bei den einzelnen Bio-Siegeln, aber eine Sache haben sie alle gemein: sie erfüllen mindestens die Vorgaben der EU-Öko-Verordnung. Allerdings ist Bio allein als Zukunftslösung auch umstritten, denn dazu fehlt uns schlicht die landwirtschaftliche Fläche. Zumindest, wenn wir weiterhin so viele tierische Produkte essen und so viele Lebensmittel wegwerfen. Können wir eigentlich nachhaltig Fleisch essen, und wenn ja, wie? Das erfahrt ihr in diesem Video. Oder aber ihr schaut euch hier an, wie gut Fleischersatzprodukte sind. Oder aber beides. Viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal.